Aber bevor ich darüber anfange zu reden, wollte ich natürlich erstmal über die aktuellen Geschehnisse sprechen und das, was gestern auch in Oslo passiert ist und was wir alle daraus lernen müssen, sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime. Ja, man hat sicherlich, ich denke mal, fast jeder hier hat davon gehört, dass es dort einen Terroranschlag gab. Kein Amoklauf, sondern ich sage einen Terroranschlag. Und es gab dann natürlich am Anfang wurde erstmal vermutet, dass das Muslime gewesen sind, klar. Dann, das kennt man ja. Und im Nachhinein wurde dann behauptet, ja, da steckt ein christlicher Fundamentalist hinter oder da steckt ein Psychopath hinter. Und ich möchte erstmal von vornherein auch für uns Muslime und auch für die Nicht-Muslime sagen, in meinen Augen steckt weder ein christlicher Fundamentalist dahinter, noch steckt ein Psychopath dahinter. Denn wir würden es uns sehr einfach machen, wenn wir einfach sagen, ach ja, das ist ein Psychopath, das ist ein Irrer und so weiter. Damit würden wir uns es sehr leicht machen. Weil dann könnte man ja auch sagen, dass Anschläge, die Muslimen zugeschrieben werden, Taten von Psychopathen sind. Also so einfach können wir es uns nicht machen. Ja? Und die erste Aussage, dass er ein christlicher Fundamentalist ist, das ist in meinen Augen eine falsche Aussage. Denn ein Fundamentalist ist jemand, der an einem Fundament festhält und das Fundament praktiziert. Und ich kann, glaube ich, von mir behaupten, dass ich das Christentum einigermaßen kenne. Und diese Tat ist etwas, was dem Fundament des Christentums, das heißt der Bibel, widerspricht. Und von daher kann man nicht sagen, dass das die Tat von einem christlichen Fundamentalisten ist, weil er eine Tat gemacht hat, die dem Christentum widerspricht. Es würden vielleicht einige gerne hören, dass wir sagen, hier, die Christen, Kreuzzüge. Nee, nee, aber wir müssen immer fair sein. Ja, wir müssen immer fair sein, wir müssen immer gerecht sein. Und Fakt ist, das basiert nicht auf dem Fundament des Christentums. Das ist nicht die Lehre von Jesus, nicht die Lehre von irgendeinem Propheten. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, Abu Hamza oder Pierre Vogel, hast du nicht mal einen Vortrag gemacht über das Blutbad in der Bibel, wo du alle möglichen Verse aufgezählt hast, über Abschlachten und Töten und so weiter und so fort? Und da sage ich, ja, stimmt, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht im Jahre 2007 und zu dem Vortrag stehe ich immer noch. Aber wenn man sich einen Vortrag anguckt, dann sollte man immer den Kontext des Vortrages beachten. Und in diesem Vortrag sage ich ganz am Anfang, ganz klar und deutlich, dass es hier nicht darum geht, zu behaupten, dass das Christentum eine gewalttätige Religion sei, sondern es geht nur darum, zu zeigen, oder es geht darum, aufzuzeigen, wie unehrlich und heuchlerisch einige sogenannte Islamkritiker mit dem Thema oder mit dem Vorwurf des Terrorismus oder mit dem Vorwurf, der Islam sei eine gewalttätige Religion, umgehen. Dass zum Beispiel gesagt wird, der Muslim XY hat diese oder jene Tat gemacht. Und dann wird gesagt, guck mal, im Koran steht dieses, im Koran steht jedes, bekämpft sie, wo immer ihr sie findet, Qatilum, Hettalet, Takuna, Fitna und so weiter. Bekämpft sie, bis es keine Versuchung mehr gibt, etc. So, und wenn man dann Beispiele aus der Bibel bringt, zum Beispiel 1. Samuel 15, Vers 3, und ihr sollt sie der Vernichtung weihen, und ihr sollt keine Gnade an ihnen haben, und ihr sollt sie zu Tode bringen, Mann wie Frau, Kind wie Säugling. Oder Numeri 31, wo Moses befohlen hat, Frauen zu töten, Kinder zu töten. Ja, in diesem Fall wird immer gesagt, ja, wir müssen den Kontext beachten. Und wir müssen diese Verse auch im Licht anderer Verse interpretieren. Dann sage ich, warum nicht dieselbe Herangehensweise, wenn man mit dem Koran versucht zu argumentieren? Das ist eigentlich der Punkt. Das heißt, Terrorismus hat keine Religion und solche Taten haben keine Religion. Und wäre das gestern ein Muslim gewesen, ja, dann würden wir heute hier stehen und diese Tat verurteilen. Und es war kein Muslim und dann verurteilen wir die Tat trotzdem. Und natürlich haben wir auch Mitleid mit den Angehörigen und so weiter. Das ist eine schreckliche Tat. Man muss das mal vorstellen, von der menschlichen Seite her, irgend so ein Mörder, der kommt auf eine Insel, wo Jugendliche sind, schießt um sich und so. Das sind Sachen, ja, wir wünschen niemandem in so eine Situation zu kommen. Sondern wir wünschen für jeden Menschen das Beste und wir glauben,
dass der Islam das Beste ist. Das ist unsere Überzeugung, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Die zweite, das zum Thema christlicher Fundamentalist. Was haben wir gesagt? Das ist kein christlicher Fundamentalist. Die zweite Tatsache war, das ist ein Psychopath. Das ist ein Irrer, der solche Taten verübt. Und ich habe schon gesagt, mit dieser Aussage machen wir es uns sehr leicht. Aber wenn wir einfach nur sagen, der ist irre, der ist verrückt, dann schauen wir nicht auf die Hintergründe dieser Tat und was dazu geführt hat, dass er so eine abscheuliche Tat begangen hat. Und wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, und da kann man jeden Historiker fragen, dann wird man sehen, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie schwer fiel, Menschen davon zu überzeugen, andere Menschen umzubringen. Wir brauchen uns nur in diesem Jahrhundert umzuschauen. Wir brauchen eigentlich gar nicht allzu weit zu gehen. Und wir können eigentlich schon in diesem Land hier bleiben. Wir können eigentlich in diesem Land bleiben. Und ich erwähne da eine Sache, die sehr wichtig ist. Das ist, vor circa 70 Jahren, ja, ist die deutsche Wehrmacht, das war die Aktion Barbarossa, über die Sowjetunion hergefallen. So. Zur damaligen Zeit, ja, das war eigentlich eine Schlacht, die sowas von brutal von den Deutschen geführt wurde, dass man sprachlos ist. Und ich persönlich bin erst recht sprachlos, weil zwei Angehörige von mir, ja, die sind damals in Stalingrad gefallen. Von meiner Oma, die Brüder. Und wenn du dann schaust, was die deutschen Soldaten dort in der Sowjetunion abgehalten haben, man sagt, dass 25 Millionen Menschen getötet wurden. Und da wurde, da, beispielsweise die Stadt Leningrad, die wurde eingekesselt, die hatte ca. 3 Millionen Einwohner, davon sind 1 Million Menschen gestorben, weil die nichts zu essen mehr hatten, weil die haben Hunde und Katzen gegessen und so weiter. Du stellst dir die Frage, wie kann es sein, dass Menschen so brutal sein können? Ist das eine deutsche Eigenschaft? Und da sagen wir, das ist keine deutsche Eigenschaft, weil es auch Deutsche gab, die gegen diese Leute gekämpft haben. Der Anschlag vom 20. Juli beispielsweise auf Adolf Hitler, wo man versucht hat, ihn auszuhebeln. Es gab viele Menschen, die dagegen waren, aber Fakt ist auch, es gab viele Menschen, die mitgemacht haben. Und was war das Motiv, was sie dazu gebracht hat, so gewalttätig vorzugehen? Was war das Motiv? Man wird sehen, dass das Motiv folgendes war. Als Stalin an die Macht gekommen ist, musste er erstmal, um seine Macht zu erhalten, einige Generale liquidieren. Und dadurch war die Rote Armee geschwächt. Unter anderem dadurch. Und jetzt, das heißt, die Rote Armee war zur damaligen Zeit geschwächt. Die Deutschen haben damals die französische Armee als viel stärker eingeschätzt als die Rote Armee. Das heißt, die Armee der Sowjetunion. Und jetzt haben sie gesagt, wenn wir jetzt nicht handeln und anfangen, dann werden diese Bolschewisten, ja, so wie sie genannt haben, über uns herfallen und die werden uns so schlimm behandeln. Es gab deutsche Soldaten, die Briefe an ihre Angehörigen geschrieben haben. Da schreiben sie, als der erste Waggon mit Juden gekommen ist und die haben die abgeballert, ja, egal was da war, kleine Kinder, große Kinder, Säuglinge, Frauen, Männer etc., sagt er, hat meine Hand noch gezittert. Beim 10. Waggon war es normal für mich gewesen. Du stellst dir die Frage, du siehst jetzt ein kleines Kind, jeder normale Mensch, der sieht ein kleines Kind, der sieht einen unschuldigen Menschen und er stellt sich die Frage, wie kann man es über das Herz bringen? Wie kann man es über das Herz bringen? Aber was war diese explosive Mischung, die dort gemixt wurde? Das war einmal Angst, Demonisierung und Entmenschlichung dieser Menschen.
Dieser Soldat hat dann auch geschrieben, aber ich weiß, dass wenn sie zu uns kommen würden, ja, dass sie noch schlimmer mit uns umgehen würden. Die würden uns doch schlimmer behandeln und die würden uns abschlachten und so weiter. Das heißt, er kam sich im Recht vor. Er sah das sozusagen als eine präventive Selbstverteidigung an. Eine präventive Selbstverteidigung. Und jetzt schau dir mal die Aussage von diesem, wie heißt er? Andres, Arnes oder B, keine Ahnung. Ist auch uninteressant, wie er heißt. Ja? Schau dir mal an die Aussage, die er jetzt gemacht hat. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, es war grausam, aber notwendig. Warum? Um das europäische Abendland zu retten. Wovor? Vor der Islamisierung. Aha, die Islamisierung. Das heißt, das ist jetzt die Gefahr, die uns dazu bewegt, oder die jemand dazu bewegt, Jugendliche auf einer Insel, völlig unschuldige Menschen, der Reihe nach abzuschlachten. Warum das denn? Ja, da gibt es noch Leute, die stehen oder die helfen bei der Islamisierung, weil die haben die Lage nicht verstanden. Das sind diese Multikulti-Illusionisten. Das sind diese Kommunisten, die das zulassen mit ihrem Wischiwaschi, mit ihrer Wischiwaschi-Multikulti-Illusion. Diese Gutmenschen. Jetzt gehst du nochmal 70, 80 Jahre zurück. Oder sagen wir lieber, wir gehen zurück zum, was war das? Ich glaube, 30. Januar 1933, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall 1933. Adolf Hitler wird Reichskanzler. Was war sein erstes Ziel gewesen? Antisemitismus gab es vorher schon. Die Weimarer Republik hatte eine große wirtschaftliche Krise gehabt. Ja? Inflation ohne Ende. Und da wurde schon ein Schuldiger für das ganze Dilemma gesucht. Das waren unter anderem oder zum großen Teil die Juden. Die sind der Untergang Deutschlands, wurde damals gesagt. Heute nennt man das anders. Heute sagt man nicht, die Juden oder die Muslime sind der Untergang Deutschlands. Heute nennt man das, Deutschland schafft sich ab. Und dann wird das ganze Buch vollgeschrieben mit, wie schlecht die Muslime für die deutsche Gesellschaft sind. Ja, natürlich ist ja kein Aufruf von Mord und so weiter. Nur die Gedanken in der Weimarer Republik damals, der Nationalsozialisten, haben auch erstmal angefangen, bis es dann zur großen Katastrophe kam. Allerdings, noch um darauf zurückzukommen, was hat Adolf Hitler als erstes gemacht, als er Reichskanzler wurde? Sein Ziel war es, wen auszuschalten? Die Kommunisten und Sozialdemokraten etc. Das heißt, die Leute, die sozusagen dafür schuld sind, für diesen ganzen Kram, dass die Juden sich auch so durchsetzen können. Heutzutage dasselbe Feindbild, nur die Juden wurden ausgewechselt mit den Muslimen, Anti-Islamisierung. Wenn wir sie jetzt nicht stoppen, ja, dann wird was passieren. Was habe ich eben gesagt? Ich habe eben zu euch gesagt, das ist keine deutsche Eigenschaft. Denn solche Verbrechen gab es überall auf der Welt. Unabhängig von Religion, Rasse, Herkunft. Wir brauchen nur nach Afrika zu gehen, Ruanda. Hutu und Tutsi, die haben nebeneinander gewohnt. Die waren teilweise miteinander verbunden. Und dann auf einmal von einem auf den anderen Tag, ja, oder nicht von einem auf den anderen Tag, mit dieser ganzen Hetze, die dort auch betrieben wurde, die sind gefährlich für uns, die Tutsi, dieses, jenes. Was passiert? Hutu fallen über Tutsi her mit der Machete und schlagen sie in Stücke. Bei lebendigem Leibe schlagen sie ihnen die Hände ab, die Arme ab und so weiter und so fort. Sind das alles Psychopathen? Sind das alles irre? Wir machen uns es sehr einfach, wenn wir einfach sagen, die sind irre, weil diese Dinge gab es überall auf der Welt. So, bei den Hutu, da wurden Geschichten erzählt, ja, dass sie Frauen gezwungen haben, ihre Kleinkinder, die